Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf der nordfriesischen Marsch vierfach. So, der Xerion hatte sich festgefahren. Das ist ja nicht so gut gewesen eigentlich. So, und ich lade mir auch mal den Kurs. Dann müssen wir halt einfach mal schauen, wo wir denn hier genau sind. Ungefähr eine halbe Stunde können wir, oder da können wir dann starten. Einfach sagen, hier könnte das schon sein. Wir machen hier oben. Wir machen hier oben. Das könnte dann gut sein. Und, 37. Nicht ganz. Jetzt gehen wir jetzt nochmal ein bisschen nach oben. So, hier. Und 27, das passt dann schon eher. Das ist dann okay. Okay, du bist blockiert. Ja, du musstest halt nur einfach mal wie jeder andere hier rumfahren. Und dann wär's das schon wieder gut. Aber nö. Willst du nicht, ne? Aber okay. So, der hat hier die Arbeit beendet. Das finde ich mega gut. Nicht zur 34, ich hätte gern zur 33, aber ich muss den ja hier ein bisschen raus begleiten, ne? Weil hier würde er sich sonst wieder festfahren. So, dann passt das jetzt. Jetzt können wir ihn rennen lassen. So, okay. Wo war ich dann jetzt nochmal? Ich habe das schon wieder vergessen. Da oben haben wir Aktivitäten gehabt, hier unten haben wir Aktivität, hier haben wir Aktivität. Da unten, oder oh, unten sieht es auch schon wieder gut aus. War ich irgendwo hier am Hof? Ich habe vergessen, dass ich hier... Na, egal. 21 Monate. So, haben wir auf jeden Fall die 100 Schweine. Bei den Kühen müssen wir natürlich noch mal gucken. Kühen, Hühner, bei den Schafen können wir rüber schauen. Genau, die Gülle müsste glaube ich jetzt geladen sein. Oder lädt, der lädt noch, haben wir gerade gehört. Dann vorbeigefahren sind, dass er noch lädt. Wir haben aber schön die 100 Tiere. Steine können wir vom Kalkberg herfahren. Ich will eben schaffen, dass nur noch die Raffinerie drin steht. Ja, weil da kann ich ja aktuell nichts dran ändern. Da wird sie noch. Oder das wird noch geändert. Sagen wir mal so. So. Sauber rumkommen und nirgendwo jetzt anecken. Ja, die ist sehr gefährlich, die Laterne. Da bin ich schon öfters mal dran hängen geblieben. So. Schön mal rückwärts fahren. Jawohl. Und wir wollen die 21 Tiere verkaufen. Zack. Und schon ist es draußen. Ist ja mega geil. So, gucken wir einfach mal, wie viel Kühe können wir dann wieder verkaufen. Beziehungsweise können wir Kälber verkaufen. Etc. pp. Abfahrerfeld 33. Ja, das machen wir jetzt auch gleich.
Ist natürlich auch wichtig, die ganzen Grasflächen habe ich jetzt bei mir nicht aufgeführt in meiner Liste, weil ich das einfach für unnötig angesehen habe. Aber gut, ja, noch 15 Millionen auf dem Konto. Damit können wir natürlich arbeiten, beziehungsweise davon können wir auch gut leben. Setzen und dann einfach nur mal schauen, was haben wir denn hier für Hühnchen? Die müssen 12 Monate sein. 15, da hätten wir doch eine schöne Anzahl. Theoretisch können wir ja sagen, jo, die hätten wir gern. Die hätten wir gern. Aber wir werden erstmal den hier einstellen. Feld 33 haben wir ja schon den Mistkurs. Erster Wegpunkt. So. Hätte ich auch vorher nicht schon einstellen können, theoretisch. Hab's aber vergessen. Dann müssen wir das jetzt halt nachholen. So. Dann sind wir hier natürlich noch bei den Hühnern. Auf jeden Fall auch hier schon mal ein paar Tiere, die eben wegkommen können. Oder weg dürfen, besser gesagt. Eine schöne Liste, wo ich immer wieder was draufgeschrieben habe. Naja, so ist das halt, ne? Ein bisschen unübersichtlich, aber passt schon. Langsam wird's. So langsam wird's. Das kann ich euch schon mal sagen. Die Arbeiten, die laufen alle auf Hochtouren. Kalken pflügen, Stroh sammeln, Steine sammeln, mulchen. Es läuft alles gerade auf Anschlag. Mist streuen dürfen wir nicht vergessen. Docken wir hier erst nochmal an. Und die 200 Hühner, 15 Monate, gehen natürlich direkt in die Schlachterei. Hühnerfleisch haben wir gar nicht aktiv gehabt. Und wir sehen, wir können 26.000 Liter Kuh hinbringen. Und ein bisschen Kalb. Das Schwein haben wir ein bisschen was. Schaf. Sehe ich ja gerade, haben wir gar nichts mehr. Also vom Schaf haben wir echt nur noch das bisschen. Nur noch das bisschen. Aber es kommt ja noch das alpine Steinschaf jetzt dazu. Das passt dann. Huhn haben wir jetzt auch schon wieder einiges drin. Oh, Rindfleisch ist ziemlich voll. Schweinefleisch auch. Okay. Also wir können fast den ganzen Anhänger von den Kühen nehmen. Da muss ich nur kurz rechnen. 6, 7 Kühe müssen weg. Also wir können 43 Kühe mitnehmen. Kälber können wir laden. Sehr, sehr ordentliche Zahl, würde ich behaupten. Bin eigentlich auch am Überlegen, dass wir das vielleicht noch hinkriegen, den Schlachter nochmal zu upgraden. Um da eventuell genau das zu fördern, dass wir da wirklich ordentlich Durchsatz erzielen können. Bei den Kühen.
sind ja schon relativ hoch angesiedelt. So, also. Kühe. 24 Monate. 24 Monate. Die können wir zum Beispiel mitnehmen. Ja, die können wir mitnehmen. Aber die nehmen wir nicht mit, weil die haben nur eine Reproduktion von 0. Die hat 60, 0, 30, 30, 90, 24. Oh, ja, nehmen wir die mit, ne? Weil da kriegen wir dann schon mal doppelt weniger. Und wir sind auf 5140 Tiere. Was habe ich gesagt? 43 Tiere. So. So, wir sind hier unten fertig mit dem Kalken. Und dann müssen wir Kalken. Die 42 Kalken. Jetzt ist schon wieder der Punkt erreicht, dass wir einfach zu wenig Kalk haben. Wieder. Es sei denn, wir haben vielleicht noch was im anderen Kalkanhänger. Aber das werden wir dann sehen. So, dann haben wir diese 43 Tiere. Das wäre doch auch schon mal was. Das sind ja auch, wenn man es addiert, 86 Kühe, die wir nicht im Stall dann nehmen, weil diese 43, wo wir jetzt herausgenommen haben, kommen ja nicht nochmal nach. Aber die waren bei 90%, also im nächsten Monat wäre es eventuell sogar so weit gewesen. Aber gut, so ist das nun mal. Eine Ladung mit 30.000 Kilo sind Kälber 15.000. Also gefühlt habe ich im letzten Monat das komplett vergessen, im Juni, weil wir so viel Platz haben. Also wir können diese 43 Kühe direkt abladen und dann schauen wir einfach mal, ob ich mich da jetzt gut gerechnet habe oder eher weniger gut. Upsala. Bei den Rindern. Und oh, das war par excellent. Und ich glaube, wir können eine Fuhre Kälber, sofern wir Kälber hätten. Muss man natürlich einfach drüber gucken, ob wir irgendwo 11 oder 12 Monate alte Tiere haben. Elf, 10 Monate? Ah, leider nicht. Von denen habe ich nicht weggenommen, da haben wir 5. Okay. 16 Monate, auch zu alt. 6, 4. Da haben wir noch 7. 30. Ja, 225 sind nachgekommen. Ne? Das ist halt schon eine ordentliche Hausnummer. 13. Ah, die sind schon zu alt. 20 und 57. Nein, wir können keine Kälber machen. Mitnehmen. Aber hier oben können wir natürlich, glaube ich, schon aus dem Vollen schöpfen. Und hier haben wir auch 400. 800, 1200, 1600 schon. Okay. Aber gut, meine Freunde, das wäre es gewesen für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.
Haut rein. Ciao, ciao.